Willkommen im Internet, liebe Freunde. Wir sind gerade hier auf der ESL One Cologne in der YouTube Lounge. Neben mir steht Stormwaffe. Wir schießen heute ein bisschen mit den Nerf Guns um die Wette. Mal gucken, wen wir noch rangekacht bekommen. Jeder drei Schüsse sind die Regeln. Da ist die Pyramide, die blende ich euch jetzt natürlich ein. Und mal gucken, wer hier besser ist. Deine Prognose? Ich. Los geht's. Auf los geht's los. Ladies first. Oh, und der erste Schuss erwartet uns. In seinem Gesicht und... Au, oh, der Gangsterschuss hat leider nicht funktioniert. Das klappt hier schlechter als bei GTA vom Motorrad. Man sieht die Fokussierung richtig im Gesicht. Oh, der Profi auch nicht. Vielleicht sehen wir jetzt, was ganz ausgefallen ist. Ja, das ist Routine. Naja, der Ehrenpreis. Okay, jetzt will ich mal an den Start gehen. Mal gucken, was ich so schaffe. Ich wollte ein Treffen. Jetzt moderiere ich mal, weil ich kann auch lustig, nicht nur Arschloch. Also hier war die Linie, ne? Hier war die Linie. Also die Linie war hier. Machst du gut. Jetzt kein No Pressure, du musst nur ein Treffen, ne? Ja, okay, mach mal. Kann der eh nichts. Es wird mega schlecht, es ist mega unangenehm jetzt. Das war peinlich. Das war schon peinlich. Das kann man auch einfach mal so sagen jetzt. Jetzt mal ein bisschen Konzentration. Jetzt halt nicht nur aus der Drehung. No scopen jetzt. Mach. Oh. Jetzt einen. Einer muss. Das wird uns echt ein bisschen peinlich für uns alle. Und ich hab. Oh. Was jetzt? Ich habe gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Das heißt, abonniert mich. Kommt der zweite Schuss und auch nicht getroffen. Es ist unglaublich schwer, ne? Beate hinter der Kamera winkt uns schon wieder ins Bild. Ey. Die Alte. Das war knapp. Ja. Ja, dein Kommentar war ein schweres Spiel, oder? Ja, definitiv. Aber wie oft habt ihr getroffen? Ja, beide nullmal. Also wir haben 9 Schüsse, nullmal getroffen. Vincent, möchtest du auch? Dann los, 3 Schüsse hast du. 3 Schüsse. Und dann auf gut Glück. Vielleicht sehen wir schon dem neuen Rekordhalter ins Gesicht. Oh! Treffer. Hedge. Unglaublich. Jetzt kommen hier die Trickshots zum Vorschein. Ein Schuss, ein Treffer. Der war nicht. Der zieht aber unglaublich nach oben, hast du das Gefühl. Ne? Das Kimmel und Korn kannst du nicht so gut zielen. Und? Auch nicht, aber du bist derzeit Rekordhalter. Eins ist, ja, er hat ja nicht getroffen. Der Freddy hat auch nicht getroffen, ich habe auch nicht getroffen. Das ist schwer. Wollen wir den nächsten ran? Nadine, möchtest du dein Glück versuchen? Komm. Du. Ja, die erste Runde geht aufs Haus. Und der erste Schuss? Leider kein Treffer. Und dann, genau. Der nächste Schuss, der sitzt. Nicht schlecht. Der Ehrentreffer. So. Alter Schwede. 3 Stück. Alles zerfickt. Ja, du bist der Nächste, wenn du möchtest. Hier einfach auf die Linie stellen. Irgendwo hier. Und dann darfst du... Guck mal, der ist so groß, der schummelt so ein... Ja, mach... Au! Oh! Au! Oh, Melo, Alter. Du bist gefeuert. Der zweite Schuss auf Steuer. Und... Zählt leider nicht. Aber willst du gleich nochmal schießen? Moment. Zweite Chance. Dann schneiden wir einfach das Bessere rein. Ne? Geht los. Und der dritte, letzte Schuss. Ah, bewegt. Ich glaube, es ist saumäßig schwer, den dritten, die unteren. Ne? Es ist unglaublich. Der Victor will nämlich nochmal. Ja, einen Moment. Ich sehe nicht ein, dass ich gar keinen getroffen habe. Ehrenrunde. Hier, ich gebe dir mal. Ja, okay, der Victor schießt jetzt. Der erste geht. Man muss noch tiefer ziehen. Ich glaube, wenn du den mittleren, unteren triffst, hast du echt gute Chancen. Ja! Oh! Ja. Holy der dritte Schuss! Leider außer der Wertung, muss ich dabei sagen. Es ist meine Ehre. 2 Millionen Abos sind nichts gegen das, was er gerade hier geschafft hat.
So, das war's vom Nerfgun-Duell, liebe Freunde. Wir hatten wohl den einen oder anderen betrunkenen Schützen dabei. Victor hat gezeigt beim zweiten Mal, dass er doch etwas besser schießen kann als die anderen. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich an den russischen Gen oder sowas. Wir gucken jetzt noch ein bisschen weiter auf der SL1 um und ja, abonnieren, danke. Tschö.